Jo Freunde, willkommen zu einem weiteren Part zu Resident Evil 2 Remake. Ich wollte schon wieder Resident Evil 3 Remake sagen. Was zum Teufel? Auf jeden Fall sind wir hier stehen geblieben. Letztes Mal haben wir auf jeden Fall gegen das G-Monster gekämpft, gegen den verwandelten William Perkin. Das erste Mal. Echt krass. Und wir sind auf jeden Fall auch auf Brian Irons getroffen, den Polizeichef von Raccoon City. Und wir haben hier ein blaues Scout, das was ich wieder nicht mitnehmen kann. So, wir haben auf jeden Fall jetzt eine Mission. Ich habe mich ein bisschen hier die Notizen gelesen. Wir müssen auf jeden Fall Büro Westseite 1F. Das ist irgendwo da unten. Das ist hier unten. Das ist hier. Hier können wir ja, glaube ich, jetzt rein, weil wir den Schlüssel haben. Ah, ne, hier ist der Tresor. Ah. Und hier war noch eins. Wo war denn das? So. Ah, genau, Brief des Reparaturs. Wir brauchen auf jeden Fall die Schaltschrankteile, was auch immer das ist. Da müssen wir zum Lagerraum Ost in F3. Das sind wir gerade, es ist doch hier. Hä? Oh Gott. Ne, ist die falsche Tür. Vorbeilaufen! Ach komm. Ich finde das so lächerlich, was die für eine Crap-Range haben, die Zombies hier. Hier irgendwo muss das sein. Großes Zahnrad. Ey, man kann das halt alles nicht mitnehmen. Hier ist halt eine Tür, aber hier kann ich nicht rein. Eine neue Waffe ist geil. Die, was wir da letztens gefunden haben. Hier ist auch irgendwas. Ah, hier ist ein Schlüssel, oder? Seht ihr das? Da können wir auf jeden Fall rein. Genau, wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Schlüssel gefunden. Kampfmesser. Verpacktes Elektronik. Das kann doch nicht denn ernst sein, dass man da nichts mitnehmen kann. Da muss ich echt nochmal das alles ablegen. Ist auch noch, ah, hier hätte man auch entlang laufen können. Ja, genau. Natürlich lebt der. Ach du Scheiße. Okay, die Granate habe ich da jetzt irgendwie reingesteckt, wie auch immer. So, dann muss ich mal kurz alles schnell ablegen und wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder. Man kann ja mal umfliegen. So. Hier ist auf jeden Fall ein Elektronikteil. Was ist das? Das können wir auf jeden Fall wieder untersuchen. Da ist irgendwas drin wahrscheinlich. Ja. Elektronikteil erhalten. Das ist irgendein Teil, was wir brauchen, glaube ich. Für einen Schaltschrank. Aber das kann sein, dass wir das mit dem Schalter, mit dem Knopf da kombinieren müssen. Da können wir auf jeden Fall das Kampfmesser auch mitnehmen. Das können wir auch zum Schutz benutzen. Hier war auch nochmal was. Brandmuni, okay. Da war ja noch irgendwas. Da war auch nochmal was, genau. Und hier. Das braucht zwei Ladespots. Warte mal. Dann tue ich das weg. Oh. Boah, jetzt haben wir einen Mega-Leck gehabt gerade. So, jetzt haben wir das alles geholt hier. Zu irgendeiner Maschine. Okay. Wo war das? Da war irgendwo auch sowas, glaube ich. Okay. Ah, ich habe jetzt so einen Schutz hier, weil ich das blaue Kraut gegessen habe. Dann ist das gar nicht so schlecht. Ich denke mal, man kann das kombinieren, oder? Ja, ich brauche das natürlich im Inventar wieder. So, ich verstau das mal. Ich denke mal, vielleicht kann man das kombinieren? Nee, es geht nicht. Tatsächlich nicht. Okay. Boah. Ein Schaltschrank, okay.
Boah, ich tue mal den Schnelllader weg und das auch. So, wir haben so viel Stuff jetzt halt. Türschaltschrank, okay. Da können wir auch irgendwas holen anscheinend. Ja, manchmal hat man leider solche Lags, das kann man leider nicht verhindern. Ein paar Cloud irgendwie. Aber das kann ich doch da nicht einsetzen, oder? Ah, ich brauche zwei, glaube ich. Ich brauche noch einen. Was bekomme ich dann da eigentlich? Da ist irgendwas Wichtiges drin, aber... Okay, ist das sonst noch irgendwo was? Wir können es natürlich versuchen, mit einem Messer hier aufzumachen. Das geht nicht. Nö. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall... Ist halt sehr viel Rätsel hier alles jetzt. So, dann nach unten kann ich ja nicht. Da kann ich ja überhaupt nicht entlang. Hier ist noch ein Weg. Ich brauche auf jeden Fall für irgendwas dieses Zahnrad da. Und diesen Waffenschrank habe ich auch noch nicht gefunden. Da werden wir durchbrechen. Okay, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Okay, Vernehmungsraum. Da kann ich auch rein. Ah, Munition, geil. Boah. Ah, mit diesem Spiegel da auch fies. Aber was ist das denn hier? Ein Kästchen wieder. Wieder so ein Diamant. Ah, da braucht man das Juwel. Ich glaube, das habe ich aber, glaube ich, weggeschmissen, oder? Uah. Wow! Da ist ein Licker. Yo, da brauche ich einen Dingschlüssel. Was hatte der? Hatte der was mit? Hä? Was war das denn gerade? Wo ist der Licker hin? Der ist da unten! Oh! Ach, ich kann hier gar nicht entlang. Einfach überhaupt keine Panik. Oh, scheiße. Aber die Waffe ist geil. Okay, weg. Weg. Okay, da kommt nichts nach oben. So. Warte mal, das Juwel könnte ich eventuell... Was habe ich irgendwo hier, glaube ich. Ja, das habe ich noch hier. So, dann lege ich mal kurz das hochwertige Pulver ab. Ah, das kann ich sogar kombinieren, sehe ich gerade. Ah, das geht das eigentlich übergreifen? Nee, es geht nicht. So, dann verstauen wir das mal. Das kombinieren wir mal direkt. Ah, da haben wir wieder den Schuss dann. So, dann nehmen wir das Juwel daher. Ich schätze mal aber nicht, dass wir da was Besonderes bekommen. Oder? Was ist da drin jetzt? Stars-Abzeichen. Okay, ist da irgendwas drin? Ah, da ist was drauf. Ah, das ist das... Ah, geil. Damit kann ich mir die eine Waffe holen. Ah, das ist geil. Das ist geil. Jetzt können wir uns die eine Waffe da holen. Die was in dem einen Zimmer da ist. Den Schaltschrank können wir halt immer noch nicht aufmachen. Aber da muss ich ja dann nach oben gehen. Oder ich gehe nach unten wieder. Okay. Ach, warte mal. Hier war ich halt noch gar nicht.
Aber hier kann ich doch nicht weiter. Ach, hier kann ich weiter. Hier konnte ich runter, genau. Boah, ich habe leider relativ starke Lags gerade. Das ist echt scheiße. Das kann ich leider nicht verhindern, Leute. Was ist das hier? Ja, was ist das? Das ist einfach ein Rohrbruch. So. Wasserventilhebel. Okay. Hä? Alter, wer hat der gerade gebrüllt? Gehen wir mal hier rein. Oder was ist das hier? Hier ist Muni. Okay, hier kann ich auch rein. Ist auch cool, wie sie sich da so die Sachen abmacht und so. Okay. Da ist der Heli rein. Cleaning im Prozess ist auch gut. Ey, seit man da überall entlang kann. Ey, wie das eine Zombie da geschrien hat. Oh, geil. Ey, schreit die. Jo, Freunde, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, warum ist jetzt hier ein Cut? Auf jeden Fall ist gerade irgendwie das Spiel abgeschützt. Auf jeden Fall habe ich jetzt irgendwie bis zu meinem letzten Safe-Spot spielen müssen. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder hier. Ihr habt auf jeden Fall jetzt nichts Wichtiges verpasst. Irgendwie hat sich gerade komplett das Spiel aufgehangen. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Und ich habe auf jeden Fall jetzt ein bisschen anderen Loot. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen mich nochmal umgesehen. Aber wie gesagt, ihr habt nichts Wichtiges verpasst. Ah, hier ist so ein Schalter. Links nach rechts. Ach komm. Ah, wie viel halten diese Zombies eigentlich aus? So, können wir jetzt das hier löschen? Das muss ja eigentlich jetzt funktionieren, oder? Ja, es funktioniert tatsächlich geil. Sehr, sehr geil. Das ist auch auf der einen Seite, wo der Helikopter war. Genau, da war jetzt auch dieses rote Kraut. Oh nein! Das ist das Ding da. Scheiße, vor der bin ich schon gewarnt worden. Das ist dieser eine Tyrant da, dieser Mr. X heißt der. Oh mein Gott. Oh. Wir haben in seinen Hut weggeschossen, alles klar. Ich denke mal, ich muss in die Richtung, von der er gekommen ist. Das Gute ist, verfolgt mich der jetzt? Ja. Okay, okay, okay. Das Gute ist, er hat uns jetzt den Weg hier aufgemacht. Das heißt, jetzt haben wir so eine Abkürzung. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Jetzt sind wir wieder hier. Boah, ich höre die Schritte von dem. So, wir hatten ja hier... Genau, hier war so ein Karo-Schloss. Genau, zum Stars-Büro können wir auch nochmal gehen. Oh nein. Scheiße. Oh Gott, nein. Marvin. Fuck, der ist auch infiziert jetzt. Shit, der hat sich auch schon verwandelt. Okay, die Muni tue ich mal weg. Die brauche ich aktuell, glaube ich, nicht. Das Zahnrad, was ist denn das? Das tue ich auch mal weg. Wo hätten wir ein Zahnrad benutzen können? Boah, scheiße. Bleib zurück, Marvin. Oh, nice. Tut mir so leid. Ja. Oh, oh. Oh, da ist der Fette wieder. Oh, oh. Boah, der, okay, der rennt, der rennt, der rennt. Oder? Okay, aber er ist langsamer wie der Nemesis.
Da brauchen wir halt auch irgendwas. Keine Ahnung. Okay, warte mal. Da können wir in die Richtung hier. Oh, scheiße. Oh, oh. Oh, da ist ein Zombie noch. Laufen, 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 laufen. Da können wir rein. Direkt mal aufmachen. Brauchen wir den Karo-Schlüssel noch? Ne, den braucht man nicht mehr. Was ist das hier? Boah, das ist wieder so ein Scheiß. Wow! Alter, ich habe mich gerade so erschreckt. Oh ja, oh, nochmal eine rein. Oh, fuck. Renn doch weg! So, warte mal, ich will mal kurz in Ruhe ins Stars-Büro. Kann man dir da auch reinfolgen? Kann der hier auch rein? Okay, ich mach mal. Geht jetzt eigentlich das hier? Das muss ja jetzt eigentlich funktionieren. Komm, bitte. Jawohl. Oh, ich höre einen, ich höre einen. Boah, ist das bedrohlich, Alter. Warum hört diese Schritte von dem? Das ist ein Brief. Das hört sich nicht nach Chris an. Eine. Oh, das ist ein Dingens. Eine Maschinenpistole. Ah, jetzt habe ich die Munition nicht mit. Aber dann machen wir kurz mal das hier. Boah, da muss ich wieder so ein scheiß Rätsel lösen. Boah, ich habe auf das gar keinen Bock. Oh, wir haben's, Leute. Sehr, sehr geil. Dann haben wir also nochmal so einen komischen Schalter bekommen, okay. Okay, den Ding könnten wir auch wieder mitnehmen, aber ich lasse ihn mal derweil mal da drin. Das ist auch mal noch so eine Komme. Ich brauche irgendwie so einen komischen Hebel, so einen Heber. Wagenheber, das bräuchte ich. Oh, da ist auch noch eine Karotür. Das könnte halt auch sein. Scheiße. Oh, fuck. Ey, es ist ja über. Man kann manchmal nichts dagegen tun. Das habe ich ja ein bisschen Schutz, oder? Hä? Warum habe ich denn keinen Schutz, Alter? Ich habe das genommen. Die Waffe ist aber geil. Boah, ich habe so viel Heilung verschwendet schon wieder. Natürlich ist der Fette jetzt auch hier. Okay, verstecken wir uns mal vor dem. Kann man sich vor dem verstecken? Oh oh. Einfach verarscht, geil. So. Wo war denn das jetzt schnell? Da drüben, das ist hier halt. Boah, es leckt halt schon wieder. Ah, ich leck grad mega. Wieso leckt das manchmal so? Oder ist da oben? Boah, ich habe gerade mega Lags, Leute. So, nehmen wir ein Erste-Hilfe-Spray. Ah, da ist die Munition auch. Oh, da oben steht er. Jetzt hat sich die Grafik auch wieder verschlechtert. Okay, 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 wir müssen da nach hinten. Leute, es tut mir echt leid wegen den Lags, Mann. Ich kann leider nichts dagegen tun. Hier können wir rein, oder? Nee. Okay, ich muss da ganz durchlaufen. Habe ich eigentlich irgendwas? Ich habe nichts zum Werfen. Ich habe eine Heilung. Ja, natürlich ist da wieder ein Licker. Ey, dieses Game ist manchmal wirklich es ist lächerlich.
Es ist wirklich an manchen Stellen lächerlich. Lika ist auch neben mir. Ist alles. Zombie-Party oder was? So. Ich hoffe, dass der Wagenheber hier drin ist. Boah, das Spiel ist, macht einen fertig teilweise. Okay, das brauche ich auch nicht mehr. Ja, da muss ja irgendwas hier sein. Was ist das hier? Werkzeug. Okay. Wagenhebergriff. Oh, geil, das ist das, glaube ich. Oh nein, ich höre den Fetten wieder, glaube ich. Ja, er ist in der Nähe, glaube ich. Kommt der hier rein? Okay, hier könnte man raus, aber ich habe keine Kreuztür. Ah, der ist hier ganz in der Nähe. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Mal weiter. Bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Ich brauche echt eine Pause. Bis dann und ciao, ciao. Oh mein Gott.